Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Heute werden wir ein wenig meine Zauberin weiterspielen, uns wenigstens ein bisschen mit Lost Ark, den Sammelitems, beschäftigen und dann natürlich die Story weiterspielen, Nebenquests machen. Wir sind noch immer auf dem ersten Kontinent, es gibt ja über 10 Kontinente. Ich zähle es euch mal auf, damit ihr einfach mal die Namen gehört habt. Annika, Artenie, Phaeton, Nordvern, Ostlutera, Punica, Retramis, Roendel, Segelreise, Sushiri, Westlutera, Jorn und Judia. Das sind alles ja unterschiedliche Kontinente, auf denen es unterschiedliche Ländereien gibt und Gebiete, auf denen es unterschiedliche Dungeons gibt und ganz viele Sachen, die wir rausfinden können. Das Spiel ist riesengroß, es ist aber auch noch nicht so groß wie in Korea, ja, also da ist es schon seit 2 Jahren raus. Es ist also noch viel, viel größer als das, was wir hier schon gehört haben gerade. Wir können uns also auf sehr viele neue Klassen freuen, auf sehr viel neuen Stoff hier freuen. Und wir fangen einfach mal an. Hallo an Metasmith, schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn ihr generell Fragen zum Spiel habt, irgendwas zu laut ist, zu leise ist, schreibt es einfach in den Chat. Ich werde das dann noch ein bisschen anpassen und ich werde euch auch gerne etwas über das Spiel oder über meinen Account, also über meinen Twitch- oder YouTube-Channel oder so erzählen, je nachdem, was ihr wissen wollt. So, also, hier gibt es eine Anmeldebelohnung. Pro Tag kommt man rein, das Spiel ist Free-to-Play ab Freitag, ab morgen. Es werden super lange Warteschlangen sein, denke ich mir. Heute hatte ich eine Warteschlange von 18.000 Leuten. Um 18 Uhr reingegangen, jetzt reingekommen, also 4 Stunden und? Warteschlange. Gibt es Neuigkeiten? Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal besser wird. Im Moment ist halt der Pre-Start mit 15 Euro, kann man heute noch Pre-Start machen. Ab morgen ist es so kostenlos, macht es also nicht so schlimm, noch ein paar Stündchen zu warten, ohne Geld auszugeben. Mit dem Pre-Start hat man ein paar Vorteile. Wenn ihr die wissen wollt, dann einfach in den Chat. So, wir haben hier so einen Phönix-Flaum bekommen am ersten Tag. Da seht ihr eine magische Feder, die Tote zurückbringt. Das Spiel ist komplett auf Deutsch lokalisiert. Das ist sehr gut gemacht. Ja, viel Sprachausgabe, viele Cutscenes, viel Action. So ein bisschen Diablo-like. Ich finde es super cool. So, auf jeden Fall, das hier muss man in der Festung eintauschen. Was wir dafür kriegen, das werden wir noch sehen. Ich weiß es selbst noch nicht. Haben wir aber jetzt einfach im Inventar. Dann haben wir gestern antike Platinmünzen bekommen und die konnten wir, oder die eine konnten wir eintauschen für 20.000 Silber. Silber ist hier die Währung, die man bei den Händlern zahlt, bei den normalen Ausrüstungshändlern und sowas. Und? Oder Trankhändlern. Gibt es Neuigkeiten? Das ist also die Normalwährung hier im Spiel. Dann gibt es noch Gold, aber Gold ist nicht gleich Silber, sondern ist eine eigene Währung. Also Silber ist eine Währung und Gold ist eine Währung. So, und dann kriegen wir jetzt eine epische Beziehungsauswahltruhe. Und da seht ihr schon, da sind ganz viele Sachen drin. Ja, jetzt haben wir die Anforderungen gemacht. Genau, was sonst noch so kommt, das sehen wir, wenn die nächsten Tage so einloggen. Das hier ist immer interessant, die Kristalle, die gibt es im Shop. Damit kann man im Shop einkaufen. Also, wenn wir 10 Tage einloggen, können wir Shop-Sachen holen. Das finde ich ziemlich interessant. Von daher müssen wir auf jeden Fall mal 10 Tage einloggen. So, und das ist meine Zauberin. Ich habe die nicht extra sexy oder so eingezogen, sondern das ist normale Rüstung, die sie so gefunden hat. So sieht die dann aus. Das ist halt ein bisschen Asia-Spiel, ja. Aber ihr seht auch, wie unterschiedlich man aussehen kann, ja. Also der Charaktereditor geht echt viel ins Detail. Das Gesicht, die Haare, die Farben der Haare. Man kann so viel verändern, das glaubt er gar nicht. Das ist echt extremo. So, und jetzt gehen wir hier oben einfach rein und gucken hier. Vielen Dank für deine Teilnahme an den Gildenaktivitäten diese Woche. In dieser Woche hat unsere Gilde insgesamt 1000 Gildenblutsteine gesammelt. Ist alles falsch. Wir hatten nämlich gar keine Gilde am Laufen. Also alles, was hier steht, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich bin der Gildenverwalter. Und das hat jetzt nicht gepasst, was da kam an Post. So, jetzt haben wir aber hier diese Auswahltruhe. Die nehmen wir jetzt aus der Post raus und haben die jetzt in unserem Inventar. Und? Gibt es Neuigkeiten? Guck mal, die meisten haben noch das anfangsrote Kleid. Das ist das Kleid, was man am Anfang anzieht. Das hier ist die Belohnung für 5
das Vorbesteller-Pad, ne? Für die 15 Euro, das da. Das hier ist ein Pad, das kriegt man aus der Storyline raus. Ja, dieses Kaninchen hier, das habe ich ein bisschen umbenannt. Ja, das weiße Kaninchen, ich habe es aus Ritter der Kokosnuss. Ja, nee, ist klar. Und genau, dann gucken wir mal hier. Das ist jetzt die Truhe. 15 Stück haben wir davon. Und jetzt können wir sagen, okay, was möchten wir denn davon haben? Ein Gegenstand zur Erhöhung der Beziehung zu NSCs. Ja, wir haben also NSCs hier im Spiel. Und mit diesen Gegenständen können wir dort unsere Beziehung erhöhen. Umso höher die ist, umso eher würden die mit uns flirten oder eher gesagt uns Quests geben, mehr mit uns zusammen sein und so weiter und so fort. Ihr seht schon, die kann man irgendwo kaufen, ja, manche auch nicht. Ja, hier zum Beispiel sind welche, die stehen gar nicht drauf. Aber man kann sehen, wo man sie eintauschen und soll, ja. Gibt es Neuigkeiten? Und ich würde jetzt einfach mal sagen, da es 15 Stück sind, nehmen wir mal von jedem eins. Ja, also so müssen wir dann durchgehen. Einfach mal unterschiedliche Gegenstände wählen, damit wir unterschiedliche Charaktere in Zukunft hier glücklich machen können. Ja, das sind jetzt alles Items für Beziehungen. Ihr seht, die landen auch nicht hier sofort im im Inventory. Ihr seht die ja jetzt nicht im Inventory. Die landen nämlich in einem extra Menü. Das Spiel ist sehr komplex. Es gibt sau viele Menüs. Es gibt sau viele ja, Währungen. Super viele Untermenüs, Sammelmenüs, Belohnungsmenüs. Man muss also wirklich hier auch viel klicken, wenn man alles abstauben will. Aber ein Glück ist es immer rot gekennzeichnet, wo es was Neues gibt. Und dadurch kommt man so ein bisschen mit den Menüs klar. Und gibt es Neuigkeiten? So, und jetzt seht ihr hier schon, hier habe ich so ein Lager bezüglich Events und was in meiner Festung so an Housing kommt. Da bin ich aber noch gar nicht bei Housing. Ja, Housing kommt noch alles. Aber dann gibt es auch noch das Segellager, ja, wenn wir da ein Schiff haben. Ja, man kann auch noch ein Schiff haben. Und das Beziehungslager. Das hier sind jetzt die Items, die für die Beziehungen gut sind. Und da habt ihr ja jetzt gesehen, die habe ich gerade abgeholt. Sehr schön. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich hier ins Haus, wo das Herzchen ist. Seht ihr ja eins hier. Alles dreht sich. Und kann mit ihr hier meine Beziehung aufbauen, ja, mit Neria. Einmal kann ich das durch einmal am Tag ein Emote mit ihr. Ja, wir sind im Moment auf Stufe 2. Es gibt noch 3, 4 und 5. Ja, also man kann auch freundlich und befreundet werden und vertraut. Ja, also es gibt noch ein paar Stufen mehr. Darum, das was da steht, sieht ein bisschen komisch aus. Also die nächste Stufe ist halt jetzt freundlich, dann befreundet, dann vertraut. Warum da 3 Stufen nebensteht oder keine Stufen, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, genau. Im Moment ist ja auch keine Quest hier unten. Man könnte jetzt ein Geschenk geben, ein Instrument spielen oder den Mond zeigen. Jetzt machen wir also erstmal hier 250 mehr, indem wir sie grüßen. Andere wollen einen anderen Emote sehen, also kommt immer drauf an. Wenn sie dann irgendwann befreundet zu uns ist, kann es also sein, dass sie uns erstens eine Belohnung gibt und zweitens eine neue Quest, die es vorher nicht gab. So, jetzt gucken wir, ob wir Geschenke für sie haben. Ja, und ihr seht, hier sind ganz viele Geschenke jetzt. Ja, ich kann ihr also da jetzt irgendwas von geben, von diesen 15 Geschenken, die ich mir da gerade geholt habe. Und dann würde ich sagen, geben wir ihr doch mal einen leckeren Tomatensaft, oder? Das wäre doch was. 330 Punkte, ja, nimmt sie da, kriegt sie dafür, kriegen wir dafür und hier kriegen wir nur 300 für. Ihr seht also, unterschiedliche Geschenke geben auch unterschiedliche, ja, Beziehungslevel. So, und wir sind kurz davor, sie freundschaftlich zu stimmen. Dann würde ich sagen, müssen wir doch noch mal ran, ne? Und noch ein Geschenk geben wir ihr. So, nehmen wir hier doch den Blumenstrauß. So, und wir haben eine bessere Beziehung. Dadurch kriegen wir jetzt antike Goldmünzen und ihr seht, das sind 15 Stück. Pro Münze kriegen wir 1000 Silber, heißt 15.000 Silber. Hat das jetzt gebracht. So. Dann kommt jetzt hier über das Kochen ein Gespräch, was ich mit ihr führen kann, um die Beziehung wieder zu erhöhen. Während meiner Zeit in der Taverne habe ich immer davon geträumt, Koch zu werden. Die Köche und Gäste haben aber stets versucht, es mir auszureden. Kann ich verstehen, das Essen war bis jetzt grausam von ihr. Für mich ist das nur noch mehr Ansporn, es weiter zu versuchen.
Ich weiß, irgendwann werde ich ein großartiges Gericht zubereiten. Gestern habe ich ein Essen für meinen Hund gekocht. Er hat ein paar Mal daran geschnuppert, aber schien nicht sonderlich angetan zu sein. Vielleicht hat er einfach keinen Hunger. Wie auch immer, ich mache große Fortschritte. Gerne würde ich etwas für dich kochen. So, jetzt seht ihr das hier, freundschaftlich. Ja, Stufe 1, ach, jetzt verstehe ich's. Freundlich kann jetzt 3 Stufen haben. Jetzt verstehe ich's. Jetzt müssen wir 3 Stufen Freundschaft aufbauen. So, und hier unten seht ihr jetzt eine Quest. Du kannst Pestlegion-Kommandant Neria nicht annehmen. Du hast es bereits mit einem anderen Charakter angenommen oder du erfüllst die Anforderungen nicht. Jetzt muss ich auch noch Güte haben. Was Güte heißt, ich habe keine Ahnung. Ja, ist alles relativ frisch. Aber ihr seht, jetzt gibt es theoretisch eine Quest bei ihr. Dafür müssen wir aber irgendwas anderes noch aufbauen. Emote haben wir durch, Geschenke haben wir gegeben. Mehr kriegt sie nicht. Wir haben eine Quest, die wir noch nicht annehmen können. Das muss jetzt erstmal reichen. Instrument spielen kann ich noch gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie Musik geht. Habe ich noch keine Quest für bekommen. Fragt mich nicht. Ihr seht das hier. Letzte Saalburg, Wald der Riesen. Da kriege ich diese Melodie des Herzens. Oder hier. Legendäre Beziehungsexpertise, Liebeheim. Startgebiet, ja. Also, ich kann die Musikstücke noch nicht. Ich weiß nicht, wo es Musik gibt. Ich weiß nicht, wie Musik geht. Darum kann ich ihr da noch nichts an Musik vorspielen. Die Reparaturen sind angeschlossen. Du hast mein Leben gerettet. So, dann habt ihr gerade gesehen, da gab es auch Errungenschaften. Ja, Errungenschaften gibt es in fast jedem Spiel, ne? Ihr hört auch hier im Hintergrund immer heute etwas Aufregendes. Deutsch sprechen. Ja, das ist ja auch ganz schön, ne? Die NPCs reden mit uns. Am Anguenusberg wütet wohl eine Epidemie. Am Anguenusberg gehen wir gleich hin. Da wütet die Epidemie der Pest. Genau, da müssen wir gucken, was da für eine Pest los ist. Und genau, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Chat. Ich lese mit. Wenn das Spiel echt zu laut ist, sagt auch Bescheid. Ich höre nämlich auf dem Kopfhörer fast nur noch das Spiel, mich fast gar nicht mehr. Ist nämlich bei mir extrem laut. So, und jetzt hier haben wir wieder so ein Liebes-NPC. Ja, wieder so ein Herz-NPC. So, und mit der bin ich schon freundlich. Ich gebe ihr jetzt mal wieder so ein Emote. Sie will, dass ich über ihre Lieder weine. Ja, also zack, sind wir mal traurig kurz. Und freundlich, Stufe 2 müsste es jetzt eigentlich geben. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, Beziehung verbessert. Ja, also auch hier 3 Stufen in freundlich. So, auch hier das Lied kenne ich nicht. Ja, Piratenmünze, irgendwo muss ich Piratenmünzen eintauschen, um dieses Lied zu bekommen. Wir müssen uns also irgendwann auch mal mit Liedern beschäftigen. So, und ihr könnt euch jetzt aber auch Geschenke geben. Ne? Ihr seht, das hier gibt sogar 360 Punkte bei ihr. Ja, komm, dann machen wir mal hier auf jeden Fall so Stufe 3. Gönnen wir uns noch Stufe befreundet. Ja, komm. Da hauen wir jetzt alles raus, was da ist. Die macht so schöne Klimpermusik. So, da sind wir soweit. Beziehungsstatus wieder verbessert. Jetzt sind wir befreundet mit ihr. Also schon weiter. Und kriegen jetzt hier sogar die Karte von Sierra. Hier drin ist ein Kartenspiel in Lost Ark. Und damit können wir jetzt, ja, was anfangen. Vielleicht gucken wir uns gleich mal die Karte an. Phönixflaum nochmal was für die Festung. Müssen wir auch später mal gucken, wofür das ist. Einige Belohnungen können nicht von deinem anderen Charakter in derselben Welt beansprucht werden. Egal, ich bleibe nur mit diesem Charakter hier auf der Welt erstmal. So. Jetzt seht ihr aber schon, ja, dadurch, dass sie jetzt befreundet ist, hat sie sofort hier 2 Gespräche rausgehauen. Die Arche, ihre Macht, so heißt es, hat den großen Krieg beendet. Allerdings gerät sie seitdem immer mehr in Vergessenheit. Lost Ark heißt verlorene Arche. Ja. Wir suchen ein Superrelikt, sozusagen eine Arche. Was das ist, wie die funktioniert, wir wissen es selber noch nicht so richtig. So unglaublich ihre Macht auch sein mag, 500 Jahre später glauben die Leute nur noch, was sie mit eigenen Augen sehen können. Genau wie die Götter, die vor langer, langer Zeit verschwanden. Könnte uns auch die Arche langsam entgleiten. So, dann noch ein Gespräch über Baden. Auch Gespräche bringen ihr Beziehung. Für lange Zeit erzählen die Baden mit ihren Liedern die alten Geschichten. Geschichten wie die Sage vom Krieg zwischen den 3 ausgewählten Rassen oder vom Gott der Flammen, den der Gott des Lichts als Strafe verschwinden ließ. Mir scheint, du willst noch mehr darüber erfahren. Falls du in der Nähe bist und wenn mir danach ist, dann werde ich ein Lied für dich singen.
So, das war's. Ja, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber Weisheit hat's gebracht. Ja, das heißt natürlich auch unser Charakter wird durch sowas besser. Ja, wir haben ja hier ganz viele unterschiedliche Werte. Ja, und das ist auch immer gut, wenn man da ein bisschen mehr bekommt. So, wir haben eine Gilde. Wenn ihr auf dem Server Astra spielt, dann könnt ihr hier bei mir mitmachen, könnt ihr in meine Gilde eintreten. Es gibt einmal das Klassenlevel, das ist 15, dann gibt es das Kaderlevel, das ist alle Charakter, die man so hat, ist 4, also auch verschiedene Sachen, die man leveln kann. Dann sind hier natürlich die Items, die man nachher bekommt. Hier sind dann Skins, um es schöner zu machen. Dann Gravuren, um es besser zu machen. Dann Juwelen, um es noch besser zu machen. Und hier sind die Karten, die ich eben genannt habe. Diese Karteneffekte. Und dafür müssen wir in ein anderes Menü rein, nämlich in ein Kartenmenü. Das muss ich immer erst selber finden. Hier ist übrigens das Notenblatt, ja. Also eine Musik haben wir schon, nämlich Lied der Flucht. Die anderen Dinger noch nicht. Wo ist es? Das Kartenteil. Dafür müsste ich jetzt mal wieder wissen, wo alles ist. Wir haben Emotes, wir haben Raids, wir haben einen Markt demnächst. Ich darf auch nicht in allen Chats bis jetzt schreiben. Ich muss erst 17 sein, um zum Beispiel den Gebietschat zu benutzen. Wir haben Freunde vielleicht. Eine Anfrage ist raus an Opa Rainer, der hat das Spiel nämlich auch gekauft. Vielleicht wird er demnächst auch hier dabei sein. So, es gibt Erfolge. Ja, dann fängt er hier auch an zu laden, ja, und dann sieht man, okay, was hat man schon geschafft? Zauberkampfstufe 50 und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Erfolge, die man schaffen kann. Inselmarken sammeln und so weiter und so fort. So, dann gibt es den Erinnerungsraum, da kann man alles nochmal spielen, was man an Cutscenes so gespielt hat. Und hier ist der Kartenkatalog. Na, da ist er. So, und wenn ich jetzt mein Inventory öffne und diese Karte benutze hier, zack, dann Karte Sierra wurde deiner Kartensammlung hinzugefügt. Und hier, willkommen in Prytholm, da ist sie jetzt. Bardin aus Prytholm. So haben wir also ein Kartenpaket jetzt hier bekommen, eine Karte bekommen. Nochmal, Karte zur Sammlung hinzufügen. Du findest sie im Kartenkatalog, sobald sie hinzufügen. Alle Karten, die die maximale Verstärkungsstufe überschreiten, werden in EP umgewandelt. So. Aber die wurde jetzt irgendwie wohl doch zweimal eingelesen. Hier aus den antiken Goldmünzen mache ich jetzt mal schnell Silber. Ein bisschen Platz brauchen wir im Gepäck. So. Hier unten, ne? 65.000 Silber, 50 Gold. Warum man die jetzt zweimal einlesen kann und ob das jetzt was bringt, kann ich euch leider noch nicht genau sagen, weil hier ist jetzt diese Karte und da seht ihr jetzt ein neues Zeichen drauf. Ja, das bedeutet, es gibt mehrere davon. Also, zack. Ja, dann hat man hier so Verstärken. Und ob man die dann irgendwann verstärken kann, das müssen wir alles noch lernen. Das ist alles noch ganz frisch im Spiel. Also ich habe die Karten gerade erst bekommen bei einer letzten Quest. Das hier ist eine Favoritenkarte von mir. Und es ist ein Kartenspiel drin. Dass wir da irgendwann mal durchblicken, wird, ne, wird noch kommen. Im Moment versuchen wir halt auch mal so ein Set voll zu kriegen. Und wenn wir sowas dann haben, können wir auch irgendwann mal in die Kartendecks diese Karten darüber ziehen. Ja? Geht halt im Moment nicht, weil wir haben keine von diesen guten hier. Das scheinen alles nur lilane und goldene zu sein, die hier rein dürfen. Oder blaue auch, aber die, die wir haben, dürfen wohl nicht rein. Okay. Jetzt geht es um Sammlungen. Also mir geht es jetzt gerade um Sammlungen. Und zwar gibt es hier Sammelstücke. Man kann ganz viele Sachen sammeln in der Welt. Inselmarken, Riesenherzen und so weiter. Das sind auch dieses hier, ne? Inselmarken, Riesenherzen, Omnius-Sterne, Meisterstücke. Ja, die hier gibt es zum Beispiel, wenn man das Abenteuer-Kompendium vollkriegt. So, und jetzt versuche ich hier Macau-Samen zu kriegen. Nämlich die, die hier uns noch fehlen in Prytholm. Seht ihr das? Prytholm ist das Dorf, wo wir gerade drin sind. Da fehlen uns noch zwei. In Stammhügel fehlen uns noch 5. Und in der Giftklauenhöhle noch 1. Einer von den Samen. Und wir sind in den Angomosbergen. Da fehlt uns noch jeder. Und alles andere kommt noch. Alles hier auf diesem einen
Kontinent. Und ihr seht ja, wie viele da noch vor uns liegen. Und ab 50 gibt es wieder eine neue Karte. Darum wollen wir das jetzt auch mal versuchen zu sammeln. Ich linke euch mal eine gute Übersicht, wo diese Samen überall rumliegen. Dass ihr einfach mal seht, okay, es gibt da jetzt auch schon Internetseiten, wo man nachgucken kann, wo ist welcher Samen. Und die beiden habe ich da schon, den habe ich schon, den habe ich schon und den habe ich schon. So, und dann hier wären angeblich noch zwei Stück. Ja, da steht in Räumen oder in Höhlen. Darum gehen wir jetzt mal in die Kirche und gucken mal, ob wir in der Kirche noch so einen Samen finden. Weil unsere Preise sind nicht nur in der Kirche, sondern auch da vorne in den... Dieser verfluchte Wagen bricht viel zu schnell auseinander. In den zwei Räumen, die es noch gibt, nämlich in der Schmiede und im Gasthof. Ja, wir wissen nämlich nicht, wo es noch sein könnte. Die beiden, die uns fehlen... In diesen Zeiten müssen wir noch häufiger beten. Das sieht ziemlich schwer aus. Die sind gut versteckt. Ja, manchmal muss man hinter Türen gehen, hinter irgendwelche... Willst du meine Waren sehen? Ich würde das gern kaufen, aber es ist zu teuer. Oh, wie viel die reden. Manchmal muss man hinter irgendwelche Wände gehen oder irgendwelche Verstecke. Das ist also manchmal ganz crazy. Man sieht das gar nicht. Die Türen sind fast abgeschlossen. Vielen Dank. Du hast mein Leben gerettet. Und man muss auch wirklich suchen, ne? Also, es gibt ganz versteckte Sachen. Es gibt sogar Samen. Da muss man ein Lied spielen an einer Tür und dann geht die Tür erst auf. Noch eine Runde. Und dann kommt man erst zu dem jeweiligen Sammelgegenstand. Also, das ist schon crazy, wie versteckt manche Sachen sind. Weil ich habe das schon gesehen an manchen Stellen. Dass du unser Dorf. Am Anguemosberg sind Dämonen aufgetaucht. Mal sehen, ob wir ein nützliches Werkzeug finden. Wie viel die quatschen. Und wie gefällt es dir in Brightholme? Was für ein schönes Wetter. Zum Glück waren die Reparaturen schneller fertig als gedacht. Sowohl Mühsal als auch Freude sind Teil von Gottes Willen. Dieser Pfad ist fürs Erste geschlossen. Also auf der Map steht jetzt, die würden hier neben der Kathedrale sein. Also hier wären diese Samen. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Darum gehen wir jetzt mal kurz hier in die Kirche, ob wir die wirklich verpasst haben. Ich war ja jetzt schon ein paar Mal hier in der Kirche. Aber ich habe hier noch nie diese Samen irgendwo gesehen. Die ist ja auch relativ gut und übersichtlich klar gestaltet. Dahinter ist ein Versteck. Also wenn er hier hinter geht, dann ist hier zum Beispiel so ein Buch, was ihr lesen könnt. Auch ein Sammelgegenstand für das Abenteuerfoliant, nämlich hier dieses Varuts verborgene Vergangenheit. Ja, das braucht man alles, damit wir hier diese ganzen Belohnungen bekommen, die ihr hier seht. Ja, also es ist schon relativ wichtig, dass man, da gibt es sogar Emotes zur Freischaltung und so, dass man diesen Abenteuerfoliant voll kriegt, ist relativ wichtig. So, nee, aber hier, ich sehe keinen Samen hier, keine Ahnung. Die sind so gut versteckt. Also, die zwei hier in sowohl der Stadt. Sowohl Mühsal als auch Freude sind Teil von Gottes Willen. Wüsste ich nicht, zum wie man Glück den kriegt. Waren die Reparaturen schneller fertig als gedacht. Da steht halt, die sehen so aus, ne? So. Man kann sich wohl die Pest einfangen, wenn man komische Kugeln berührt. Am Anguemosberg wütet wohl eine Epidemie. Aber die leuchten normalerweise nicht, diese Samen, ja? Die muss man halt erstmal finden. Blöd ist, dass man nirgendwo rein kann, ne? Ich wüsste nicht, wie wir die noch kriegen sollen. Okay, die zwei, die bleiben mir wohl verschlossen. Dieser dafür müssen wir noch mal einen YouTube-Guide gucken. Sag mal, wo kommst du denn her? Pass auf die Grabräuber auf. Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Das muss ich immer sagen, wenn die fragt, wo kommst du denn her? Das ist so crazy. So, Retamis Stammhügel. Auch hier sind verschiedene Samen versteckt. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauen-Räubern. Ihr seht das hier. 4 von 9, es fehlen mir 5 Stück. Ich gucke hier gerade mal auf die Map. Mir fehlen also der hier fehlt mir. Hier soll einer sein. Da war ich jetzt schon dreimal, ja, in diesem kleinen Bereich und habe geguckt, ob da einer ist. Ich bin jetzt so gespannt, wie ich den finde. Und hier oben soll auch noch einer sein, den ich verpasst habe. Und hier hinten braucht man ein Lied. Da liegt auch noch einer. Dafür muss man aber dann ein Lied abspielen, das ich nicht kann, weil ich noch kein Instrument habe. Na, aber ihr seht, zwei kriegen wir jetzt noch. Da reiten wir jetzt auch mal hin.
Ob wir den letzten dann noch kriegen, das ist dann die Frage. Wir können auch Mobs killen hier immer wieder, ne? Also es ist jetzt nicht sinnlos, hier lang zu laufen. Wir machen jetzt nicht jeden einzelnen Mob. Mein Kaninchen hebt gerade alles auf. Warum können wir Mobs killen oder was bringt uns Mobs noch? Die bringen uns nicht viel EP, aber die könnten uns noch hier zum Beispiel Statue von Regulus bringen, Pestsporen bringen, die fehlen uns alle noch. Ne? Also der Zahn von Grangor, die Buch des Priesters, das sind alles so Sachen, die brauchen wir noch. Darum ist es nicht schlecht, noch ein paar Mobs zu killen und ja, EP kriegt man auch, dadurch kann man auch leveln. Wenn ihr zum Beispiel auch Gari-Punkte habt oder so, ne? Die könnt ihr hier auf meinem Kanal sammeln. Dann könnt ihr auch die hier für Belohnungen eintauschen, zum Beispiel um meine Kamera einzuschalten oder ja, Moment, wenn die Kamera dann an ist, um mein Bild zu verändern, dann seht ihr auch, wie ich mich verwandeln kann. Ihr könnt auch aussuchen, dass ich hier mit die Waffe ausziehe oder rückwärts die Tastatur benutze oder sowas. Also ihr könnt vieles mit diesen Gari-Punkten tun. Guckt einfach mal unten in die Belohnungen, drückt mal kurz auf Follow und genau, vielleicht ist ja was Lustiges dabei, was ihr gebrauchen könnt. Warum mache ich jetzt hier diese Vögel? Ja, erstmal gehen wir jetzt die Samen holen. Die Vögel droppen zum Beispiel noch etwas für dieses Rezept hier. Für dieses Rezept Weißvogel-Eintopf. Seht ihr das hier? Ja, und das können wir herstellen, wenn wir eine Zutat von diesen Weißvögeln hier kriegen. Die heißen zwar weißer Rotschnabel, aber die droppen ein Item, das braucht man für dieses Rezept. So, und dann sollte man am besten mal gucken, dass man immer die gut leuchtenden killt. Man weiß nie, ob da was Gutes drin ist. Ja. Und dann immer hoffen, dass irgendwann auch das Richtige dabei ist. Ja, Heiltränke gibt es natürlich immer weiter, die kann man immer gebrauchen. Gerade wenn man im Dungeon ist, dann kriegt man auch manchmal ganz schön viel Damage. Dungeons kann man hier alleine spielen. Also die jetzt hier, zum Beispiel dieses hier, habe ich auf schwer gespielt, Giftklauenhöhle. Aber, was wollte ich dazu sagen? Ja genau, es ist am Ende dann manchmal ein bisschen knifflig, ne? Da ist natürlich ein starker Boss. Und wenn man dann da gerade drauf geht, ist es ein bisschen doof, aber ja, passiert schon mal. So, also hier soll jetzt dieses Item droppen, na, was wir für das Kochen brauchen, in der Nähe von der Kapelle. So, das Blöde ist halt die Kapelle. Da sind ganz viele überall hier von diesen Vögeln und ich weiß nicht, wann das droppt. Ich habe schon so viele von diesen Vögeln gekillt. Die hier bringen nichts. Die Moorwölfe. Außer halt jetzt wieder so ein Heiltrank. So, aber wir gucken mal, dass wir jetzt nochmal hier schauen, den wir hier weghauen können. Und dann nehmen wir uns das Pferd und reiten schnell zu den zwei Makao-Samen, gehen dann in die Gifthöhle, also ins Dungeon nochmal. Da wartet nämlich auch noch ein Samen auf uns. Und wenn wir den dann haben, dann haben wir echt einiges gefunden. Dann haben wir einiges aufgehoben von den Sammel-Items. Dann geht es eigentlich schon wieder gut voran. Und guten Abend, Miramis. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wieder hier bei Lost Ark heute. Ihr seht, diese Woche habe ich jetzt doch nicht groß WoW oder New World oder ESO gespielt, weil es ist halt die Release-Woche von Lost Ark. Ich gehe mal davon aus, dass die Server ab morgen halt extremst voll sind. Und weil ich da eigentlich keine Lust habe, dann morgen in der Warteschlange von 500.000 Personen zu sein, habe ich heute nochmal gespielt. Also mal gucken, wie die Warteschlange morgen wird. Heute mussten die Leute noch 15 Euro bezahlen. Ab morgen braucht keiner mehr was zu bezahlen. Und die meisten Streamer sind hier auf Aster. Das heißt natürlich, ab morgen hängen sie wieder alle in der Aster-Warteschleife und wollen zu ihrem Lieblingsstreamer. Jo, und dann haben wir ein Problem. Dann wird ganz schön
es wieder hier voll werden. Ach stimmt, Mate, das Mist hatte gar nicht mitbekommen, dass du am Montag schon hier warst. Ne, am Dienstag warst du schon hier. Ja, Miramis ist wieder da. Alles wieder wunderbar. Ah, das reimt sich doch schön. Ja. Ich habe denen das auch nicht auf der Arbeit gesagt. Ich habe das verschwiegen. Stell das mal vor. Ich habe den in der Ungewissheit gelassen. Ich bin schon ganz schön gemein, oder? So. Boah, das war ein Wumms. Nee, also diese Köder, den die droppen, ist leider nicht dabei. Wir machen ja immer weiter hier diese Vögel platt. Es gibt auch immer wieder EP und so, ne? Also Kleinigkeiten gibt es die ganze Zeit. Aber leider droppen sie nicht das, was ich brauche, um das Rezept zu bauen. Die sollen nämlich nicht so Fleischstücke droppen. Oder haben sie es gedroppt? Da ist kein Fleischstück dabei. Wir gehen jetzt die Makaos an. Heiltränke droppen sie immer weiter und Kleinigkeiten droppen. Was war das? Oh, Pestspuren, da ist doch mal wieder eins von den Sammel-Items. Ah, hier für den Abenteuerfolian. Da. Jetzt haben wir 8 von 25 Pestspuren, dann geht hier immer 0,1% mehr. Ja, leider sind diese Sammel-Items jetzt nicht so der richtige Treiber für den Folianten. So, aber immerhin. Wir haben was gedroppt bekommen. Okay, jetzt auf zu... Ja, den nehme ich noch mit, der ist wieder so ein kleiner Mensch. Haben wir jetzt... Was haben wir da bekommen? Eine Kopfbedeckung? Kopfbekleidung der groben Wiese. Sieht man das auch? Nein, das sieht man nicht. Manche Sachen sieht man, ne? Also hier so diese... diese... Na, da seht ihr den Unterschied. Ne, in Lilla ist da so ein Drache auf der Schulter oder sowas. Also die Kleidung wird nachher noch viel, viel beeindruckender, wenn die weiter ist. Ne, also auch hier ne, diese ganzen Klamotten, die man so anhat. Das wird schon noch beeindruckender. Aber im Moment ist das alles Standard-Krimskrams, der da so droppt. Ein Stab. Okay, auch nichts Besonderes. Jetzt lasse ich mich aber nicht mehr von den Viechern hier aufhalten. Jetzt geht's aber endlich zu dem Samen. Da leuchtet einer, ne? Den haben wir schon gefunden. Ich weiß nicht, wie wir dieses Zeug kriegen sollen, für dieses Rezept zu machen. Also, keine Ahnung. Ich bin hier schon in dem Gebiet halt komplett fertig, ne? Da diese Aussichtspunkt-Sache habe ich auch schon erledigt, darum, darum ist es jetzt für euch relativ uninteressant hier. Ich mache hier wirklich gerade nur noch Sammel-Items. Aber... Die Grabräuber könnten so einen Reporter zerstören. Aber wir sind jetzt gleich wieder in einem richtigen Gebiet, wo Quests gehen, wo Storyline kommt, wo Cutscenes sind. Kommen wir gleich hin. Na, also dauert nicht mehr lang. So, hier soll jetzt irgendwo ein Makao-Samen sein. Laut Guide. Seht ihr ihn? Wo soll der denn hier sein? Ich habe den schon 10-mal übersehen. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist doch kein Makao-Samen. Der soll hier in dieser Kuhle sein. Da. Guck dir das mal an. Das findet doch kein Mensch so. Wer geht denn so in eine Ecke rein? Alter. Da liegt der. Ja, dass ich den nie gefunden habe. Sieht man den, wenn man hier steht und dann hier so drüber hovert. Lass mal gucken. Moment. Also wenn man hier so drüber hovert, sieht man den auch nicht. Man muss wirklich bis dahin gehen und jetzt können wir ihn aufsammeln. Was ist das? Man muss in die verstecktesten Ecken gehen. Das ist schon heftig. Okay, den Samen haben wir auch. Jetzt haben wir schon 5 von 9 hier auf der Map. Und
Der nächste, den wir noch nicht haben, der soll jetzt, lass mal gucken, hier sein. Ganz hier hinten, also am besten porten wir dahin für die 15 Silber. Wir haben so viel tausende Silber. Dann mal schnell dahin. Das Pferd haben wir auch relativ früh gekriegt. Gibt es auch ganz normal im Spiel. Ne? Ihr müsst es nicht kaufen oder so. Ist nicht irgendwie, dass ihr da viel Geld für ausgeben müsst. Real-Life-Geld oder lange leveln müsst. Ihr müsst einfach nur das Spiel anfangen. Schön, schön spielen, habt ihr schon ein Pferd. So, hier soll das jetzt irgendwo sein. Auch hier soll jetzt irgendwo so ein Samen sein. Die habe ich auch schon mal gesucht. Auch nichts gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der versteckt ist. Wo ist er denn? Irgendwo hier. Makao-Samen. Also auch schon wieder so hinterm Baum versteckt. Wer geht denn davon aus, dass man hier hinten rein kann? Oi. Manche, also so richtig alleine suchen, bringt da ja gar nichts. Das ist ja schon heftig. So, aber schön. Sammlerstücke, ne, hier unten. 18 von 1209. Bei 50 gibt es die erste Karte. Wir beschäftigen uns mit dem nächsten. So, Priton finde ich sie nicht. Stammhügel, die letzten drei sind in einem... in einem Dungeon. Nee. Doch. Die sind zu gut versteckt. Nee, da wären zwei gewesen, steht da. Ich muss nochmal zurück. Angeblich. Uns fehlen ja noch drei. Zwei wären angeblich hier oben. Und hier wäre noch einer. Also hier habe ich ja nur einen gefunden. Da wäre aber noch einer, steht da. Das kann doch nicht wahr sein. Dann hätte ich den ja übersehen, als ich da war. Das wäre ja was. Du gerade. Ja, ich gucke ja auch nach dem Guide. Wenn ich per Guide spiele, dann finde ich die Dinge auch. Und jetzt stellt euch mal vor, es gibt noch ganz viele andere Sammel-Items. Inselmarken und Riesenherzen. Und bis wir das alles gefunden haben, heidewitz. So, danach gehen wir jetzt ins Dungeon. So, hier ist jetzt... Ihr müsst jetzt genau gucken. Warum? Ja, ich lese... Ich habe das vorher schon gelesen. Ich habe eben nur nicht reagiert. Ich dachte, ihr seid untereinander noch am Quatschen. Seht ihr hier? Jetzt müsst ihr hier hingehen. Man müsste hier an der richtigen Stelle sein. Dann die Viecher hier alle killen und dann geht erst der Punkt hier auf zum Hüpfen. So, dann hüpft er hier rein. Und hier liegen jetzt, lag jetzt ein Samen. Und da liegt der andere. Tatsache, krass. Da ist ein zweiter. Den habe ich echt auch nicht gesehen. Krasse Sache, oder? Das ist echt heftig. So, und wieder aushüpfen. Wunderbar. Haben wir zwei Samen. Den da und hier noch einen. Okay. Fertig. Ja, da sind die zwei. 7 von 9. Die anderen kommen wir noch nicht dran. Da brauchen wir Musik für. So, jetzt gehen wir hier ins Dungeon. In die Giftklauenhöhle. Auch hier fehlt uns noch ein Samen. Lass mal gucken, wo der fehlt. Ein Glück gibt es da ja eine schöne. Hier fehlt der. Da wäre er gewesen, der sechste. Da müssen wir nochmal durch. Wir laufen einfach jetzt in normal dadurch. Wir rushen jetzt durch das Dungeon auf Stufe normal. Weil ich möchte mal gucken, ob man in normal auch nochmal... Also ihr seht, das hier habe ich... Ich habe es in schwer abgeschlossen. Aber ich will gucken, ob ich in normal auch noch hier Prozente kriege, wenn ich das abschließe. Darum... wie kommen wir denn schnell zum Dungeon? Auch wieder porten. Dass das immer weiter geht mit dem Porten, ne, für die 15 Silber. Wo man... 65.000 hat, das ist schon geil. Also
Reiseprobleme hat man hier nicht in dem Game. Ich bin nachher gespannt, wie das ist, wenn man dann, ja, ein wenig bezahlen muss. Fürs Schiff und so. Wenn man dann auch wirklich die Kontinente wechselt. Oh, hört wieder. Ach, schade. Schon zu schnell tot. So, wir spielen mal auf normal. Rushen hier durch. Ihr seht den Unterschied. 85er Itemstufe habe ich mal rausgeholt aus dem Ding. Ja, normale Itemstufe hole ich mir jetzt auch noch raus. Ärger im Kolschwald abgeschlossen. Ja, haben wir ja. Dann kann man ja auch sagen Matchsuche, ne? Falls man mit anderen Spielern spielen möchte. Aber da brauchen wir jetzt hier nicht. Und genau, und hier sieht man, welche Gegenstufen man braucht, um es zu schaffen. Ja, ist auf beiden Stufen gleich. Ich hatte irgendwie 70, als ich da reingegangen bin. Spielt's also auf der höheren Stufe, damit ihr das höhere Item da rausholen könnt. Dann habt ihr mehr davon. So. Ich weiß, wo der Backhausamen ist. Wir können uns jetzt hier einfach mal schnell durchbratzen. Ich brauche jetzt hier nicht groß zu suchen mehr. So, alles wegklopfen. Ein paar Items reinholen. So. Das ist der erste. Den haben wir schon. Wunderbar. Uns fehlt hier auch nur, es steht hier oben 5 und 6, nur der eine einzige, ne, den wir jetzt machen. Aber einfach, dass er mal sieht, wie einfach ist. Ich hab's, wie gesagt, beim ersten Mal schon auf schwer gespielt. Ich hab's gar nicht erst auf einfach probiert. So, hier soll der Makao dran liegen. Irgendwo hier. Da ist er. Da liegt er. Krass. Super! Das kann. Jetzt haben wir alle. Wir spielen das Dungeon jetzt trotzdem schnell durch, das ist nicht so riesig. Kader-EP hier unten, ne? Also Kader-Stufe, zeige ich euch auch kurz. Ja, wenn wir die nächste Stufe haben, kriegen wir 5 mehr Intelligenz für alle unsere auf dem Account. Ne? Weisheit, habt ihr auch schon gesehen, haben wir eben bekommen, als wir diese Beziehungsquest gemacht haben oder diese Beziehungs-NPCs. Also ihr seht schon, man macht seinen Charakter auch besser durch so Nebenbei-Kram. Nicht nur durch die normalen Level-Sachen. So, jetzt müssen wir noch ein paar von den Gift-Taschen hier zerstören. Steht ja auch da. Fertig, Ende Gelände, weiter geht's. Ah, das sind kleine. Die Dungeons sind alle nicht so riesig, aber manchmal ist da richtig schöne Story drin, ne? Also, das ist schon cool gemacht. Was ich ganz cool finde, ist, dass wenn man keinen Mob trifft, auch kein Soundeffekt abgespielt wird. Das heißt, man hat nie so Soundeffekte, wenn gar kein Mob da ist. Weil es stört ja sowieso nur, wenn kein Mob da ist. Warum soll es dann Action geben? So, 63%. Wir müssen. Da kommt die Named. Ich habe irgendwas geschafft. Ach ja, ich habe den Named gekillt, aber da war noch irgendwas anderes. Gravitas, keine Ahnung, was das war. Ach hier, Gravitationsumkehr habe ich bekommen. Erschaffe an Ort und Stelle einen magischen Erdspaltkreis. Der magische Spaltkreis wirft Gegner in die Luft und... Oh ja, den mag ich lieber als den F. Der F braucht lange. Guck mal, wenn ich F mache, dann... Habt ihr gesehen, wie lang der dauert? Der ist aber gar nicht so schlecht, sag ich mal so, ja? Aber jetzt gucken wir mal den Erdspaltkreis, wie der so läuft. Naja, Abklingzeit, gut. Ja, wir können jetzt auch 5 Punkte vergeben. Vergeben wir hier auf denen, die ich sowieso immer benutze. Dann können wir den wieder verbessern, diesen engelsgleichen Jubel. Mana kosten weniger, brauche ich nicht. Ich habe immer genug Mana. Schnellvorbereitung, Abklingzeit ist gut. Bei einem Treffer steigt die Spezialaktionsanzeige. Die benutze ich so selten. So. Okay, jetzt haben wir noch 2 Punkte. Alle kosten jetzt aber 4 Punkte mittlerweile. Außer halt der Blitz.
Wir versuchen es jetzt aber trotzdem mit der Gravitationsumkehr. Mal gucken, wie schnell der castet. F. Hat genauso langen Retimer, aber ging schnell zu casten. Geschickt mit Fertigkeiten. Und schon wieder eine Errungenschaft geschafft. Füge Fertigkeitsvoreinstellungen hinzu. Ne, hier, das haben wir gemacht. Was ist das? Füge 8 verschiedene Fertigkeiten in deinen Hauptfähigkeitsplatz hinzu. Ja, irgendwie so. Okay. Ach, darum haben wir jetzt Verehrter bekommen. Schön. Ja. 10 Erwecken-Fähigkeiten kenne ich noch nicht. Alter Schwede, was hier alles geht. So, ich würde sagen, wir lassen sofort mal diesen Zauber jetzt besser werden. Wir haben sowieso noch nicht genug Punkte, um den auf Stufe 2 zu hauen. Aber das gucken wir uns dann später an. Schon coole Sache, seit langem manchmal ein direkt, wo was man für mich dabei ist. Was? Ach so. Ja, das, er hat gestern wieder viel, ja, Splatoon 3, Xenoblade 3, Mario Kart. Ja, wenn... Und werde ich ändern, so wie, möchtest du alle Änderungen verwerfen? Nein, ich möchte speichern, so. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist Nintendo, ne? Also, wenn Nintendo draufsteht, bist du ja sowieso schon hin und weg, Meter. Die hätten auch irgendwie Odyssey 7 oder Zelda 17 oder was weiß ich ankündigen können. Du hättest sowieso alles gekauft. Egal, wo Switch draufsteht, Meter ist dabei. Ne, von daher, ja. Du kennst ja meine Meinung zu Xenoblade. Ui, eine lila Hose. Da hat sich doch der Run doch nochmal gelohnt hier. Ist besser als das, was ich hab. Das ist alles auf Switch, was du da spielst. Voll der Switch-Fetischist. Splatoon, naja. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten für mich, dir zuliebe. Ja, das Tafelstück. Hier. Das ist also der Schlüssel, um das Geheimnis der Arche freizulegen. Der Rest ist in dieser Kathedrale. Vielleicht ist es an der Zeit für meine eigene Pilgerreise. So, named Boss. Besiege Ugo. Die Geschichte haben wir schon gespielt, darum wisst ihr vielleicht jetzt nicht, was da gerade passiert ist. Ich weiß es. Das war ein Dämon, der uns durchs Tutorial geführt hat und diese Steintafel haben will, damit er weiß, wo die Arche ist. Na, ihr seht, die kann einfach drin stehen bleiben, ne? Ist gar kein Thema. Pipifax. Heutzutage gibt es so viele Tafeljäger. Du bist zu spät. Die Dämonen haben bereits zugegriffen. Wenn der Dämon das Tafelstück hat, ist Pride Home in Gefahr. Wir müssen schnell zurück. Gestern haben wir schon gesehen, wie in Gefahr Pride Home ist. Also von daher sehen wir das jetzt nicht nur ein zweites Mal. Aber ihr seht, auch der zweite Run hat noch was gebracht jetzt hier im Dungeon. Ja? Zu einem, ein Sammelitem für den Abenteuerfoliant. Dann gab es gerade doch noch den Abschluss im Abenteuerfoliant, ne? Dass ich halt auch die einfache Version gespielt habe, obwohl ich zuerst die schwere gespielt habe. Wurde nicht die einfache mit abgehakt, sondern ich musste beide Versionen einmal durchlaufen. Also macht Sinn, beide Versionen zu rennen, damit man auch wirklich beide Erfolge hier für den Folianten haben. So, dann kriegen wir hier so eine Überraschungstruhe, dieser Gegenstand zur Erhöhung Beziehung. Ja, das können wir wieder bei den Beziehungsleuten abgeben. Kennt ihr jetzt schon, ne? Habt ihr da eben gesehen.
Aber einen richtig guten Gegenstand, ne? Also da gab es jetzt auch Kader-EP, jetzt sind wir auch im Kader auf Stufe 5 aufgestiegen, können wir gleich mal gucken. Eieiei. So, 30,4 haben wir. Jetzt zu mit den Zahlen einlesen. Habe ich Opa Rainer alle schon vorgelesen, da war die alle nicht dabei. Diese ganzen Texte hier von den Sachen, die wir hier gefunden haben, habe ich alle schon vorgelesen. Stellt euch vor, Opa Rainer wollte das hören. Und ist auch mal selten. Er hat sich es auch sofort geholt, das Game. Ja, Metas Mist, du bist dann wieder mit Switch-Spielen beschäftigt, da brauchst du keinen Lost Ark, das ist so. Mario Kart 8 Duell würde ich nicht spielen. Und im Moment kannst du dir keine Spiele hier auf meinem Kanal wünschen. Das kannst du erst wieder im März, denn Februar lasse ich ohne Wunsch. Ghost of Tsushima spiele ich noch ein bisschen. Auch den Februar spiele ich ja nicht so viel am Wochenende. Ab März bin ich wieder voll dabei. Da werden wieder die ganzen Freischaltungen hier bei den Gari-Punkten stattfinden. Die Webcam ist wieder möglich, Disco-Lichter sind wieder möglich, Verwandlungen sind möglich. Es ist wieder ein bisschen was möglich bei den Gari-Punkten-Belohnungen, aber im Moment gibt es keine Community-Herausforderungen, weil die haben wir auf März geschoben. Und im Moment gibt es kein Spielwünschen. Aber nächsten Monat wird wieder alles besser. Da ist es vielleicht wieder schöner draußen, dann bin ich auch wieder besser drauf. So, was haben wir noch bekommen? Wir haben jetzt diese Hose hier bekommen. Statt 80er Itemstufe 85. Hosen sieht man aber keinen Unterschied. Ja, also ich kann hier mal meine Dame zeigen, wenn ich jetzt ein anderes Höschen anziehe. Sieht man nicht. Ne? Aber wenn ich ein anderes Kleidchen anziehe vielleicht, ja gut, dann hat es eine andere Farbe, aber das Beste ist das 85er, was ich habe. Und jetzt haben wir was gefunden, das hatte ich bis jetzt nicht. Einen blutbefleckten Stab. Wo gehört der denn hin? Da! Cool. Warum habe ich den jetzt bekommen? Jetzt sind wir bei 33% schon. Das war richtig ein Riesensprung. Den habe ich auch noch nicht vorgelesen. Haha! Als Erzbischof Gustav, die Legende des Heiligen Reichs von Sakria, noch ein junger Priester war, traf er auf die Riesenschlange Aquiloch, das Verhängnis von Rethramis. Aquiloch wird noch ein Dungeon sein, jetzt hier auf dem Kontinent. Rethramis ist ja der Kontinent. Und da gehen wir gleich auch rein. Wir spielen nämlich noch zwei Stündchen mindestens. Ihr Kampf dauerte eine ganze Nacht lang an, aber schließlich, also hier sind die beiden Dungeons, ne? Aquilochs Kopf und Aquilochs Schwanz. Riesenschlange Aquiloch, das Verhängnis von Rethramis. Ihr Kampf dauerte eine ganze Nacht lang an, aber schließlich gelang es Gustav, die Schlange zu bezwingen. Nachdem er seinen Stab in den Bauch der Schlange geschlagen hatte, brach er jedoch auch erschöpft zusammen. Als Soldaten schließlich am Ort der Schlacht eintrafen, war Aquiloch verschwunden. Alles, was sie vorfanden, war ein blutiger Stab, der im Boden steckte. Zeige dich nie wieder in Rethramis, schändliches Biest. Denk an den Stab. Er wird bereit sein, dich erneut niederzustrecken, solltest du dich jemals wieder zeigen. Erzbischof Gustav, jawohl. Warum ich hier Beziehungsdinger habe, weiß ich gar nicht. Maximale Beziehung mit Neri und Sira. Dann erst ist der Abenteuerfoliant voll. Bei 100%, wenn man den Abenteuerfoliant auf 100% hat, ich erkläre es kurz, kriegt man bei den Sammel-Items, das ist so heftig hier, die ganzen Menüs, bei den Sammlerstücken kriegt man dann, glaube ich, hier diese Sterne. Ne, Meisterstücke, dann kommen hier so Bilder rein. Oder 70%? Und dann gibt es noch irgendwas mit 14. Ja, hier das. Hier diese Igea-Marken, seht ihr? Abenteuervoll und Rethramis. Wenn man den auf 100% hat, gibt es hier so eine Igea-Marke und da gibt es richtig gute Belohnungen für. Ja, also diese ganzen Kisten gehen erst auf, wenn man so einen Foliant auf 100 hat. Und wenn man den auf 70 oder so hat, gibt es ein Bild hier in dieser Ansicht. Also, und da gibt es auch wieder Belohnungen für, ne? Umso mehr Bilder man hat, umso. Oioioi, ich sag's euch. Belohnungen. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall endlich mal Giftklauenhöhle abgeschlossen. 6 von 6. Das erste, was wir endlich fertig abgeschlossen haben. Trotzdem haben wir immer noch keine 50 und kriegen hier immer noch nicht diese Karte. Puh. Gesamtsammlung. Was ist das jetzt? Okay. Können wir nochmal alles einzeln anklicken? 1% von 1209. Warum das jetzt rot leuchtet, weiß ich aber nicht. Habe ich noch irgendwas, was ich jetzt eintauschen kann oder noch?
Ja gut, dass ich noch... Da kann ich die Samen eintauschen, genau. Da müssen wir irgendwann mal hin auf diesen Kontinent. Bin ich auch noch lange noch nicht. Nee, ist alles too much. So, viel zu viel. Da ist jetzt mein Beziehungsgeschenk, was ich irgendwann mal abgeben kann. Und, genau, Info betrachten. Da können wir es nochmal in Ruhe nachlesen. Auch hier im Kodex kann man nachlesen, wo es die gibt, wie die aussehen, wo man die kriegen kann und so weiter und so fort. Ja, also im Kodex kann man auch nach allem Möglichen nochmal suchen und sich erklären lassen. So, jetzt sind wir aber hier durch. Dungeon, wie gesagt, schnell mal durchgerusht. Alles super easy peasy. Also Mario Kart 8 Duell wäre ich nicht für, weil erstens muss ich mir das Mario Kart 8 holen und zweitens mag ich kein Mario Kart. Ich mag kein Autorennen generell. Das ist also gar nichts für mich. Darum, nee. Ja, man will mir Forza schenken, man will mir Gran Turismo geben. Mich interessiert alles gar nicht. Darum. Und du bist auch Spezialist wieder in... in... Kart fahren. Du hast schon tausende Duelle gemacht. Nein, mache ich nicht gegen dich, Schmeta. Xenoblade 3 kannst du dir auf jeden Fall wünschen, wenn du möchtest. Das würde ich mir dann auch wiederholen für den Wunsch. Also, wenn du da dann im März wünschst, dann... ich weiß gar nicht, wann kommt es denn raus? Ist das... Ja, angekündigt ist es ja, aber wann es rauskommt, weiß ich nicht. Wir reiten jetzt manuell in die Agonin.